Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, was mit einer Webcam so alles möglich ist in Star Citizen. Ich habe das schon mal gezeigt, aber Star Citizen entwickelt sich ja auch weiter und es gibt neue Möglichkeiten. Es gibt auch den Tobi Eye Tracker. Der Tobi kann die Augen separat vom Kopf verfolgen und kann quasi darstellen, wo ihr hinschaut. Ihr könnt also mit dem Kopf, sage ich mal, nach rechts schauen, mit den Augen nach links, und der Tobi kriegt das anscheinend geregelt, der sieht das. Ich habe aber keinen Tobi, sondern ich habe nur eine Webcam, so eine 25-Euro Webcam von Microsoft, ganz billiges Teil, und da zeige ich euch jetzt mal, was damit möglich ist. Zuerst mal gehen wir in die Einstellungen und dann hier unter Comms, Face over IP wird dann hier erstmal generell aktiviert. Ihr könnt dann hier noch so ein Kalibrierungsprogramm machen. Da seht ihr zum Beispiel, ob die Webcam euch fehlerfrei erkennt. Und ihr seht hier zum Beispiel, er kann trotz Brille sogar die Augen erkennen. Wenn wir einmal hier in den Einstellungen sind, können wir ja gleich alles einstellen, was nötig ist. Ihr könnt hier zum Beispiel einstellen, dass das Head-Tracking deaktiviert werden soll, wenn ihr zum Beispiel im FPS-Modus seid, also wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Das müsst ihr hier quasi nach Belieben alles einstellen. Da hat ja jeder andere, sage ich mal, Vorlieben, und hier könnt ihr auch ein bisschen weiter hier oben könnt ihr auch einstellen, wie weit quasi die Kamera dann schwenken soll, wenn ihr den Kopf bewegt, dass ihr quasi nur ein bisschen bewegt und die Kamera schwenkt aber in Wirklichkeit richtig stark, also im Spiel dann. Das könnt ihr alles hier einstellen, nach euren, sag ich mal, Geschmack. Und wenn ihr das fertig habt, dann gehen wir hier bei System Settings einmal rein, scrollen hier ziemlich weit nach unten und hier aktivieren wir das Padlock. Ich habe das jetzt hier schon aktiviert. Das müssen wir auch noch einschalten. Das ist nachher auch im Flugmodus quasi wichtig. Dann gehen wir hier bei Key Bindings und Advanced rein, bei Vehicle Targeting, und da muss ich immer ein bisschen suchen. Hier habe ich das Padlock auf eine Taste gelegt, auf die Taste H. Double Tap kann das Padlock deaktivieren. Falls euch das mal auf den Sack geht, dann könnt ihr das, oder falls es in dem Moment gerade störend ist, dann könnt ihr das halt ausschalten mit der Taste, die ihr möchtet. Dann benötigen wir hier drin noch ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, hier Lock, Select, Target müssen wir noch belegen. Ich habe das jetzt mit ganz normal T belegt. Das war ja vorher, war das frei, war das nicht vergeben. Könnt ihr auch auf den Joystick legen. Und hier bei Target Cycling müssen wir die beiden, die vorher fürs Targeting zuständig waren, die müssen wir deaktivieren. So, wo war das denn nochmal? Hier, die beiden sind das. Die habe ich jetzt schon deaktiviert. Die beiden müsst ihr dann löschen. Dann sollte das soweit eigentlich funktionieren. Ich gucke noch mal auf meinem schlauen Zettel. Das haben wir deaktiviert, das haben wir gemacht. Padlock haben wir aktiviert. Taste haben wir festgelegt. Genau, das war's. Wenn das zu schnell geht, dann spult eben zurück und drückt mal eben Pause. Aber das waren jetzt hier quasi die Sachen, die ihr da belegen könnt. Ich habe noch Folgendes gemacht, und zwar hier bei Headtracking habe ich F3 belegt, die ist ja auch frei, die Taste, und hier habe ich quasi Ein- und Ausschalten belegt, also wenn ich jetzt Double Tap mache, dann wird die quasi neu zentriert, die Kamera, und wenn ich einmal F3 drücke, wird das System ausgeschaltet. Ich kann also, wenn es mir auf die Nerven geht, einfach mal eben kurz ausschalten. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Und wenn ich jetzt F3 drücke, das ist im Moment aus, das System. Jetzt drücke ich F3 und jetzt seht ihr, das geht sofort an.
Ich kann mich jetzt hier umschauen. Wie gesagt, ich kann einstellen, wie weit die Kamera im Spiel schwenken soll, wenn ich zum Beispiel jetzt hier mich umschaue. Ich kann auch eine Außenansicht machen. Die Außenansicht schwenkt jetzt auch so mit. Das ist eine ganz coole Sache, wenn ihr im Raumschiff sitzt und wollt landen und landet per Außenansicht, dann könnt ihr, ohne dass ihr da die Kamera an sich drehen müsst, euch umschauen. Das ist eine ganz coole Sache, finde ich. Und jetzt kann man zum Beispiel geradeaus gehen und dann zur Seite gucken. Oder zur anderen Seite. Das ist halt eine ganz coole Sache, wenn man sich daran gewöhnt hat. Also das ist am Anfang ein bisschen durcheinander, weil man guckt, sage ich jetzt mal, nach links. Und dann war es ja normalerweise immer so, wenn ich mit der Maus nach links geguckt habe, dass der Charakter dann auch dahin geht. Und das tut er jetzt halt nicht mehr. Jetzt muss ich quasi mit der Maus den Kurs weiterhin, sage ich mal, bestimmen, die Richtung, in die ich gehe. Aber ich kann unabhängig davon halt immer woanders hinschauen. Und das ist natürlich am Anfang gewöhnungsbedürftig. Im Flugmodus, also im Raumschiff, funktioniert das schon etwas besser. Das können wir uns ja jetzt einmal anschauen. Ich kann ja hier mal eben etwas spawnen. Und dann gehen wir mal zum Hangar und schauen uns das an, wie das da aussieht. Also die Webcam, auch ohne Brille, bekommt die das mit den Augen nicht hin. Jetzt habe ich das Pad 2, war es, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob teurere Webcams das können mit den Augentracking, aber meine kann das nicht. Wie gesagt, ist auch nur so ein 25-Euro-Teil von Microsoft. Aber hier für diese Geschichte reicht das. Und ich habe jetzt auch nicht die super Beleuchtung hier im Zimmer. Ich habe einfach nur eine Schreibtischlampe. Und das war's. Aber die Kamera ist eigentlich für 25 Euro gar nicht mal so schlecht. So, kann man sich auch hier, wenn man einsteigt, direkt im Schiff ein bisschen umsehen. Ich bin jetzt hier im PTU von 315. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert in 314, in der Live-Version. So, dann starten wir mal eben. Landing Gear raised. So, jetzt haben wir ja dort zum Beispiel diese Orbitalkanonen. Und jetzt habe ich die angeschaut, drücke T und dann visiert er die an. Und wenn ich jetzt nach dieser anschaue, dann visiert er die an. Das ist allerdings nicht per Augen, sondern ich muss den ganzen Kopf in die Richtung drehen. Und er wählt dann das Ziel in dieser Richtung. Wenn ich jetzt gerade ausschaue, hab das gesehen, dann nimmt er einfach das nächste Ziel. Ich denke mal, das, was der Blickrichtung, dem Zentrum am nächsten ist, wählt er aus. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Und wenn ich jetzt das Schiff drehe, dann habe ich halt den Vorteil, dass ich zur Seite sehen kann und sehe das Ziel dann immer noch. Das ist halt ein großer Vorteil im Kampf, wenn ich diese Funktion eingeschaltet habe. Ich kann jetzt halt immer, egal wie das Schiff sich dreht, ich habe das Ziel immer im Blick. Das ist eine ganz coole Sache. Wie gesagt, das ist auch am Anfang halt sehr gewöhnungsbedürftig. Das klappt nicht sofort. Da muss man ein bisschen sich dran gewöhnen. Müsst ihr ausprobieren. Und wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel dann
Wenn das zu viel ist, dann könnt ihr das auch ausschalten. Und wenn ich jetzt die IP-Kamera ausschalte, also die Webcam, dann das Schiff drehe, dann kommt jetzt die Padlock-Geschichte zum Tragen. Der richtet jetzt die Kamera automatisch auf das Ziel aus. Das kann ich jetzt mit H, Doppel-H, kann ich das ausschalten. Und das ist unabhängig. Das kann ich auch ohne Webcam benutzen. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur halt quasi ohne Webcam geregelt. Er richtet dann so den Blick immer aufs Ziel. Das ist die Funktion Padlock, die wir eingeschaltet haben. Auch nicht schlecht. Wenn man natürlich so weit, sage ich mal, zur Seite schaut, dann besteht natürlich die Gefahr, gerade im Asteroidenfeld, dass man da irgendwo gegenfliegt. Deswegen müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das nutzen wollt oder eben halt die Kamera. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt so fliege, dann kann ich ja auch ab und zu mal so zum Ziel rüberschauen und dann wieder nach vorne, um zu gucken, wo ich hinschaue. Das geht mit der Padlock-Geschichte natürlich nicht. Und das ist jetzt so eingestellt, eigentlich ist die Voreinstellung schon so gut, dass ich an dem Bewegungswinkel, an diesen Schiebereglern dafür überhaupt nicht großartig was ändern musste. Das ist von Standard her schon ganz gut so eingestellt, dass wenn ich hier zur Kante des Bildschirms gucke, dann habe ich auch das Ziel dort im Blick. Also das ist schon ganz cool. Probiert es aus. Es gibt ja verschiedene Bounty-Missionen, wo ihr das mal testen könnt. Wie gesagt, Padlock funktioniert unabhängig von der Webcam-Geschichte und hat beides seine Vor- und Nachteile und ist halt auch beides ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Tipp geben. Viel Spaß damit und viel Spaß in Star Citizen. Ich hoffe, dass 3.15 bald live geht. Ich finde persönlich, 3.15 läuft überhaupt nicht schlecht. Hier und da gibt es noch ein paar kleine Probleme, aber die haben wir ja in Star Citizen ständig. Also, in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.